macht sie nieder. Dafür sind wir genau die Richtigen. Für Ruhm. So, da kommt die Horde. Da kommt die Horde. Angriff. Die werden mit den Stummelfäusten jeweils nur einen einzigen Schaden immer machen, aber die schlagen recht schnell zu. Ja, Herr. Und es geht ja einfach darum, die Reparaturfähigkeiten der Feinde einfach komplett zu überwältigen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ein Teil von mir möchte auch den Schießplatz stehen lassen, tatsächlich. Um den als Erfahrungsfarm zu benutzen. Angriff! Angriff! Euer Wunsch ist mir Befehl. Stopp! Angriff! Aber ich glaube nicht, dass es nötig sein wird. Löscht den einmal ganz kurz. Halt! Ergreift sie! Der Winter kommt. Wir bleiben hier. Angriff! Und er schießt ganz dringlich die ganzen Leibeigenen. Ruhm und Ehre. Zahltag, eine eurer Händler ist niedergeschlagen, weil die Kollekte gesegnet. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Halt! Wir brauchen nicht das Risiko, dass sie uns tatsächlich angreifen können. Auf in den Kampf! Halt! Auf in den Kampf! Gut, wo haben wir Hungernde? Obdachlose? Hier. Wenn die beste Rüstung gar nicht geforscht. Stopp, macht sie nieder. Oh, Sian, das könnt ihr vergessen. Und Ehre. Wir bleiben hier. Halt, nur Mut. Wir werden siegen. Bis in den Tod. Lehrt sie so, weg damit. Halt, Attacke. Dafür sind wir genau die Richtigen. Macht sie nieder. Auf in den Kampf. Sofort. Halt. Gern. Halt. Lehrt sie das Fürchten. Bis in den Tod. Attacke. Lehrt sie das Fürchten. Ergreift sie. Bis in den Tod. Macht sie nieder. Die Hoffnung ist auch ein bisschen, dem Feind der Reparaturspots zu stehlen oder zu blockieren, indem wir einfach drauf losschlagen. Bis in den Tod. Attacke. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Nur Mut. Wir werden siegen. Für Ruhm und Ehre. Seid unbesorgt. Seht nur. Es klart auf und wird. So und so. Für Ruhm und Ehre. Nur Mut. Wir werden siegen. Für Ruhm und Ehre. Wir bleiben hier. Stopp, ergreift sie. Für Ruhm und Ehre. Lass das. Auf in den Kampf. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Gruppe 2 kann darauf schießen, Gruppe 1 kümmert sich um Leibeigener. Denn Gruppe 1 hat nicht so wirklich einen Stern. Gruppe 2 ist stärker. Weil die Steuern zu hoch sind. Eure Siedler werden gesegnet. Angriff. Für Ruhm und Ehre. Ja, Herr. Hey, die haben alle unsere Leibeigenen geschlagen. Wir erledigen das. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Ah ne, haben die nicht das von vorhin noch. Von Gruppe 0. Wie ihr wünscht. Nur Mut. Wir werden siegen. Lehrt sie das Fürchten. Auf in den Kampf. Nur Mut. Wir werden siegen. Angriff. Ergreift sie. So. In Ordnung. Nicht ja. Laufen, schießen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Angriff. Und jetzt sind ihr ein bisschen blockiert, zu ihren Zielen zu kommen, was sehr hilfreich ist. So kriegen wir die Zitadelle schneller weg. Macht sie nieder. Ergreift sie. Nur Mut. Wir werden siegen. Lauft halt verwirrt im Kreis. Das soll mir recht sein. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Ergreift sie. So, und drauf da. Ja, Herr. Attacke. Auf in den Kampf. Für Ruhm und Ehre. Ergreift sie. So, unterlasst euren Unsinn. Gern. Stopp. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke. Ergreift sie. Jawohl, nur Mut. Wir werden siegen. Sehr schön. Und so. Potsmacker und Medina. Potsmacker und Medina. Endlich ist Campus besiegt und ich bin wieder frei. Vielen Dank. Wenn ihr meine Hilfe braucht, werde ich euch folgen. Gute Arbeit.
Gruppe 3 ist beisammen. Gruppe 2 kann abziehen. Da ist noch Leibeigner. Dort oben im Baum. Zahltag. Einer eurer Priester ist niedergeschlagen, weil die Steuern zu hoch sind. Gut, wir gehen. Ja! Seht durch mein Fernglas. Der Rest von denen ist mir vergleichsweise egal. Ja, ist gut. Eure Priester segnen die Bewohner. Architektur können wir forschen, weil warum nicht? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schulden. So, Gruppe 0. War da gerade eine Kiste? Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Jedenfalls. Wir haben hier ein bisschen mit Obdachlosigkeit zu kämpfen. Und das geht so nicht. Entsprechend kommt hier ein solcher Marktplatz, eine solche Wohnhaus hin. Da hinten ein Bauernhof. Ich habe schon echt keine Ahnung mehr, was ich teilweise sage. Ausbau hier. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. So. Helden. Wartet hier auf den nächsten Winter. Dürfen wir Wetter machen? Nein. Wir müssen also wirklich warten. Halt, stopp. Gruppe 8. Und Gruppe 7. Dekonstruiert mal diese Lehmgrube. Ich hätte gerne unsere eigene. Denn wir haben echt nicht so viel Lehm. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuld. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht. So. Das ist Ausbeutung. Das Gebäude ist ausgebaut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Gruppe 7, Gruppe 8. An die Arbeit. Und er. Da, Chef. Und dann. Ein klein bisschen Recycling kann ja durchgeführt werden. Sollte ich gar nicht hier sein. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ich weiß. Das Gebäude ist aus. Pech. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Forschung abgeschlossen. Das kann ich. Ausbau fertig. Seid gesegnet. Fertig, Meister. Und setzt hier ein Lager hin. Na gut. Ich denke, wir wollen unsere Ressourcenbeschaffung tatsächlich dieses Mal über Marktplätze machen. Weil wir schon einen stehen haben. Ich denke, dann wollen wir 4 oder... Ja, wir gehen mit 4 Marktplätzen. Es geht um Ressourcen, es geht nicht um Geld. Wir handeln wahrscheinlich kein Geld. Wir machen wahrscheinlich so ein paar Eisen... Holz an? Wir brauchen ein bisschen Holz. Wir haben nicht mehr so viel von dem Zeug. Fertig. Ja, ja. So... So hoch, ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange. So ein Ausbau. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Okay, ihr habt das hier getan. Hier unten gibt es Bäume. Ich hätte sie gerne. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Und so. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Habe Holz gefällt. Also ja, 4 Marktplätze. Ich würde sagen, 4 ist eine gute Zahl. Seht durch mein Fernglas. Okay, der Schmied braucht mal wieder. Empfangen den Segen durch die Priester. Eine eurer Schmiede. Stadtwache. Sehr betrübt, weil die Steuern zu hoch sind. Webstuhl. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. In Ordnung. Gruppe 6 existiert ja auch. Hatte ich komplett vergessen, dass wir eine Gruppe 6 hatten. Hackt hier Holz. Gruppe 7. Wir haben hier oben irgendwo einen Lehmhaufen gehabt. Da. Geht den mal holen. Und
Den bauen wir schon mal aus. Die Grube wird zum Stollen hochgezimmert. Dachchef, ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee. Schweigt! Sieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Eure Arbeiter müsst ihr auch gar nicht. Also werdet ihr, aber müsst ihr nicht. Alle Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Da arbeiten wir gerade dran. Wir produzieren nicht genug Essen. Ausbau vollbracht. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr könnt ein bisschen weiter hacken. Geschafft. All eure Wohnhäuser sind belegt. Holz und Stein. Gerne. Könnt ihr ein Lehm hacken. Pferdenlesen wurde geforscht. Hier können wir einen Ausbau reinsetzen. Ein Händler ist verärgert. Kollekte. Siedler werden gesegnet. Ein Moment. Hier passt ein Zugbrunnen sehr gut hin. Wir können auch einen zweiten Marktplatz bauen. So nämlich. Aber gern. Das Gebäude so ausgebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Oh. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So. So machen wir das. Nein. Aus Versehen auf die Windows-Taste gekommen. Wäre jetzt ein bisschen peinlich. Darius hier gewesen, an die Arbeit. Seid gesegnet. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Seid ihr noch? Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Den können wir ausbauen. Das soll das hier lösen. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Wo ist viel Platz frei geworden? Hier hinten? Nein. Nein, hier ist einfach nirgendwo ein Wald frei. Fertig. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen? Gruppe 0. Die Leute hier hinten brauchen offenkundig einen Bauernhof. Bringt den ein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So. Ausbau voll. Kommt einmal darüber. Fertig. Ach, sehr schön. Ausbau vollbracht. Und dann haben wir bald 4 Marktplätze stehen, mit denen wir arbeiten werden. Die Wohnhäuser können ausgebaut werden. Sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Da hinten wohnt jemand. Kalua. Siedler werden gesegnet. Fertig. Natürlich. Wir werden noch etwas brauchen. Ihr zieht, seid ihr so hohe die da oben hungern aus irgendwelchen Gründen jetzt. Bei manchen Leuten fragt man sich auch eigentlich, ob sie das wirklich nur so wollen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau vollbracht. Da muss man sich fragen, ob sie es in Wahrheit auch nur irgendwie anders verdienen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Gut, mehr Verzierung. Eine Uhr, klar. Reiterstatue geht nicht. Pavillon macht sich bestimmt gut. Da hinten. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt.
ich. Für ihr Leben. Ich habe nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Es ist Zahltag. Das Gebäude. Ach, was soll es? Ist ausgebaut. Gedenken wir der Kameraden, die wir nicht verloren haben. Um all eure Siedler versorgen zu können. Fertig, Meister. Ausbau fertig. Okay, das können wir, vergessen wir mal. Fertig. Ja, ist gut. Weil wir bei diesem Angriff wirklich niemanden verloren haben, deswegen gedenken wir ihrer. Es ist ein bisschen unzufriedenstellend hier. Nichts lieber als das. Dann setzen wir die so. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt... Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Es gibt nicht genug zu essen. Leute, hört einfach auf zu verhungern. Ich bin fertig hier. Es ist nicht zu viel verlangt, einfach mal nicht zu sterben, oder? So, Metallurgie gibt's nicht, deswegen keine bessere Schmiede. Boah, stell noch hier einmal durch. Eure Siedler werden gesegnet. Och. Eins, zwei, drei, vier. Ausbau fertig. Ich höre mich nicht zu fragen. Ihr habt euch dahin zu bewegen und die Sachen zu bauen. Ja, ist gut. Jupp. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. So. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eure Bauernhöfe. Jetzt müssen wir wahrscheinlich etwa 20 Jahre warten, bis wieder Winter ist. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eine eurer Schmiede ist sehr betrübt, weil die Steuern zu hoch sind. Ich werde einfach sagen, dass wir Lehm nicht wirklich handeln werden. Wir werden verhandeln Holz und Stein und Eisen und Schwefel. Oder Holz und Eisen und Stein und Schwefel. Weil wir von Stein und Schwefel relativ viel haben, können wir die eigentlich schon anschmeißen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Okay, wir kaufen mal ganz kurz Holz ein, Eisen ein. Für unser Holz. Wir haben 4 Marktplätze. Wir können von etwa 500 ausgehen, die wir pro Marktplatz verscherbeln. Komm schon. Gib mir die 540 Holz. Getan, was ihr wollt. Danke. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Die hinten. Die brauchen noch. Wird das irgendwas bringen? Können wir den Bauernhof so setzen? Fertig, Meister. Ich hätte den Bauernhof am liebsten so. Aber von mir aus setzen wir den dann einfach so hier an die Ecke. Abgemacht. So, und die Idee ist dann gleich, dass wir unsere Eisen, von denen wir viel zu viel haben, einfach massiv zurückverkaufen werden. Es ist Zeit. Eure Siedler werden gesegnet. Außerdem geben wir mal normale Steuern, damit wir die Motivation einmal auf 300% kriegen können und zumindest abmessen können, ob wir wirklich 300% haben sollten. Das kann ich nicht. Ach, nee. Das kann ich nicht. Ist in Ordnung. An die Arbeit. Okay. Wenn wir jetzt Holz zurückkaufen, dann läuft das. Es gibt nicht genug zu essen. 1500 verkaufen wir zurück. Ach okay, wir gehen einfach mit 2000 Holz, die wir einkaufen. Das heißt, wir kriegen 8000 Holz insgesamt.
So. Und bewahren ein bisschen Eisen auf. Wir forschen dann hoch, bis wir eine gute Menge haben. Dann können wir von da aus übergehen auf Eisen, auf Schwefel und Stein. Wobei ich mir um Schwefel und Stein nicht wirklich Sorgen mache. Um die Wahrheit zu sagen, würde ich fast sogar eher versucht, noch ein bisschen was an Stein-Eco aufzubauen. Möchte ich aber letzten Endes doch nicht. Alles weg. Alles weg. Wer? Okay, welcher Drecksack? Hier oben fehlt ganz genau ein Platz. Weil dieser Ingenieur es gerade nicht kann. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ihr, könnt ihr nicht einmal da hinten, an die Arbeit. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Hier bleibe ich gern. Ich glaube ohnehin nicht, dass wir diese riesige, übermäßige Masse an Ressourcen jemals wirklich brauchen werden. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Seid gesegnet. Aber was soll man machen? Wir müssen gerade ohnehin warten, bis... Ja, es weitergeht. Jawohl. Wir können das schon mal mit Türmen befestigen. Sofort, aber gern. Ja, ja. Das Gebäude. Möchten wir es so oder können wir den Schießplatz hinsetzen? Hätten wir vorher prüfen müssen. Nein, passen beide nicht hier hin. Okay, dann möchten wir es so. Es gibt nicht genug zu essen. Hier könnte man roden für den Schießplatz. Einmal Ablassbrief hinterher. Hier kann eine Uhr zwischen. Und ein Zugbrunnen. Drei Handel, wir brauchen noch den vierten. Okay, der vierte ist durch. Dann kriegen wir jetzt absolut widerliche Massen an Eisen. Wir kaufen einfach 16.000 Eisen ein. Ich hätte zwar auf 5.000 hochgehen können, aber ich hätte lieber noch ausreichend Holz auf Tasche für den ganzen Unsinn, den wir treiben. Fertig. So. Fertig, Meister. Der Vorteil von Marktplätzen ist halt, das ist so eine Multifunktions-Eco. Die kann halt in jede Richtung entwickelt werden, je nachdem, was man gerade braucht. Und ist deswegen sehr, sehr flexibel einsetzbar. Dafür spart man eine ganze Menge Bevölkerungsplatz. So, Darius ist hier gewesen. Die Welt muss es wissen. Die Welt hat es zu erfahren. Ich nicht. Doch. Ja, ja. Mach. Lieber als das. Wir haben hier schon eine Kameradenstatue. Setz dann noch eine Kameradenstatue hin. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt? Jetzt eine Bauumfahrung an. Bauernhöfe zu errichten. Jedes Mal. Fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Jedes Mal ist eine Person da, die mich natürlich wieder maßlos enttäuschen muss. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Natürlich. Ah, endlich. Schnee bedeckt die Landschaft. In Ordnung, wie ihr wollt. So gut ich kann. Ausbau fertig. Quick Save. Gehilfe! Geh! Hilfe holen! Ja! Ich möchte mit Darius sprechen! Hallo, guter Mann. Ich hoffe, du kannst uns helfen. Wir müssen die Brücke im Norden wieder aufbauen und wissen nicht, wie man das macht. Kannst du uns helfen?
Hallo, Dario. Wie du siehst, lebe ich hier sehr abgeschieden von der Außenwelt und habe keine Rohstoffe mehr für meine Experimente. Wenn du mir einiges besorgen kannst, will ich euch helfen. Wir gehen. Ja, mein Lord. In Ordnung. 800 Taler, 1500 Eisen, 1500 Schwefel. Dafür halten die Pläne zum Brückenbau. Läuft. Sehr gut, ihr verfügt jetzt über eine neue Technologie. Wie ihr wünscht, mein Herr. Lauft, lauft, lauft. Gut. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Das kann ich. Kommen wir an die Taverne ran. Denn dafür ist die Fläche hier. Die Fläche ist hier für den für die Architektenstube gedacht. Ja. Gruppe 6. Ausgedient. Schießplatz. Bringt uns auf 9 Trupps am besten hoch. So, jetzt haben wir gleich absurd viel Eisen. Mathematik, okay, keine Taverne. Ganz genau falsch rum. Stube dahin. Bauernhof will nicht dahin, der kommt der Turm einmal weg. Und ein Wohnhaus dazwischen. Salem. Sammle dich mal mit Gruppe 0. Die sieht ein bisschen angekratzt aus. Sofort. Handel bestätigt. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ja, mein Herr. Seid unbesorgt. Sehr gut. Nun können wir bald mit der Suche nach, der Prinzessin beginnen. Finde ich schön. Beginnt mit der Arbeit. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Gut, nun da wir absurd viel Eisen haben, wollen wir ein bisschen Holz zurück. All eure Siedler versorgen zu können. Ja, wir kaufen 16.000 Holz zurück. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, Gruppe 7, genug des Lebens schlagen. Wir brauchen Steine. Schlag diese Steine auf mir oben. Gruppe 8 kann weiter so machen wie bisher. So, Salem, flick die mal zusammen. Leg dir mal so ein kleines Hello Kitty Pflaster auf. Wir tauschen euch außerdem. Gruppe 9. Gruppe 0. Eine Uhr da verstecken. Ein Zugbrunnen da hoch. Ein Windrad nach da hin in den Wald. Ein Springbrunnen nach dahin. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Aber gern. Kunshi, sag mir, was siehst du überhaupt mit deinem Fernglas? Fertig, Meister. Der Sommer kehrt zurück. Ah. Sieht auf der anderen Seite ja alles sehr, sehr höflich aus. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Interessant. Der Tag der Abrechnung. Die Motivation sinkt. Gut, das heißt, die Leute mit der Glocke sind auf jeden Fall schon voll aufgeladen. Was fehlt vielleicht noch? Ablassbriefe? Bibeln? Kollekte?
Was haben wir am meisten schleifen gelassen? Ich bin mir nicht vollends sicher. Aber etwas. Definitiv etwas. Hier bleib ich gern. Kollektor? Ich meine Ablassbriefe? Nein, scheinbar nicht. Bleiben also noch Bibel und Kollektor. Kollektor haben wir am Anfang ziemlich hart vernachlässigt. Bibeln haben wir aber auch nicht so viele gemacht. Bibeln, okay, gut, davon haben wir ein bisschen was bekommen. Ja, nichts lieber als das. Sammelt euch mal wieder. Da habe ich doch schon die verdammte Axt gesehen. Hand drauf, Hand drauf. So sei es. Na gut. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Wir wissen, dass wir die 300% auf jeden Fall schon erreichen können. Zahltag. Jetzt die Frage, ob wir noch einmal Bibeln oder noch einmal Kollekte machen müssen. Ein Handel wurde abgeschlossen. Der Handel ist beschlossen. Oh, wie schön. Zeit wieder absurd viel Eisen zu kaufen. Für 10.000 Holz, 20.000 Eisen, von mir aus. Da wir, glaube ich, nicht ganz so viel Holz brauchen werden, ist das erstmal in Ordnung. Wir können nämlich noch eine ganze Menge hacken. Das heißt, die nächsten Handel, die wir antreten können, sind Schwefelsteine. So. Mist, das war die Kollektor. Verdammt. Hier gefällt es mir. Ich weiß, dass es dir hier gefällt. Alles andere wäre illegal. Das bringt uns aber auf 300%, oder? Ja. Sehr schön, dann speichere ich hier und lege hier eine kleine Pause ein. Sachen wollen halt direkt durchgerendert werden. Und dann können wir gleich mal schauen, wie unsere... wie unser Zwischenstand denn so aussieht. Hm? 82 Soldaten haben wir im Moment. Es scheint nicht einmal runtergegangen zu sein. Gebäude zerstört, keines verloren. 523 Leute erledigt und 2 verloren, weil Dario 2-mal umgefallen ist. Oder ein Leibeigener ist gestorben. Wahrscheinlich ist beides passiert. Ein Leibeigener ist auf jeden Fall gestorben und Dario ist einmal umgefallen. Dann haben wir den Zwischenstand und in der nächsten Aufnahme jagen wir dann eine Prinzessin hinterher und werden sie dann zu befreien suchen. Mal schauen, was sie uns dann in den Weg stellen wird. Bis dahin allerdings, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und Cheerio!